Ich komme von der Firma Rewe Digital und ich habe ein bisschen was zu erzählen für euch. Ich bin kein Techie. Ich bin, ja, was nennt man mich? Ich bin der Kulturbotschafter von Rewe Digital. Und warum bin ich der Kulturbotschafter und warum erzähle ich euch etwas zu diesem Thema Kultur und wie man Kultur skaliert? Ich war viele, viele, viele Jahre einer von diesen bösen PowerPoint Ranger, ja. Also ich war ein Berater bei einem sehr großen Beratungshaus. Ich habe im Marketing gearbeitet und im Übrigen in den 80er und frühen 90er Jahren habe ich auch sogar programmiert. Auf diesen Kisten, die kennt man noch, ja, also mit schwarzem Hintergrund und grünen Buchstaben, 40 Charakter von links nach rechts. So, und irgendwann habe ich mir gesagt, die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, die muss sich ändern. Und es gibt auch Gründe, warum diese Art und Weise sich ändern muss. Und ich nehme euch auf eine ganz kurze Reise mit und vielleicht erfahren wir mal gemeinsam, was das alles bedeutet. So, der Vortrag heißt Upscaling Culture, weil wir reden immer über Architekturen, die sich skalieren oder über Arbeitsmodelle, die sich skalieren und so weiter. Aber wir reden nie über das Thema Kultur und wie wir das immer größer hinbekommen und immer besser. Also fangen wir jetzt hier erstmal mit an. Das ist die Papstwahl von 2005. Ganz normale Szene. Es stehen ein Haufen Leute rum und warten, bis irgendwie der Rauch da irgendwie hochsteigt und der Papst sich dann vorne am Dings da präsentiert. So war das mal. Kurze Zeit später sah das so aus. Genau. Kennen wir, oder? Also, Achtung, es gibt hier unter uns, ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, und wenn ihr ganz leise seid, werdet ihr sie nicht wecken, aber es gibt die Smartphone-Zombies unter uns. Ja? Die Smombies, die den ganzen Tag so rumlaufen. Soziale Netzwerke, ja, Friederike, ja, sehr, sehr wichtiges Thema. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns bei Rewe Digital, denn wir lieben die Smombies. Ja? Aber nicht nur, wir lieben auch die Menschen, die keine Smartphones haben und auch einfach so einkaufen müssen. Denn die Welt ändert sich andauernd. Also wie viele von euch hier haben in der letzten Woche überhaupt etwas eingekauft bei einem Supermarkt? Ja, dachte ich mir. Und ich nehme an, 90% von euch haben bei Rewe eingekauft, oder? Und wenn nicht, dann bei Penny. So, die gehören uns auch. So, okay, wie viele hier haben in den letzten zwei Monaten oder so überhaupt etwas online gekauft? Ja, das dachte ich mir, das ist ja viel mehr. Interessanterweise, alle die Hand nicht hochgehoben haben beim Einkaufen, sie haben entweder jemanden zu Hause, der das macht, sie sind faul, sie gehen nur essen irgendwie in der Stadt irgendwo draußen oder sind Studenten und haben kein Geld. Irgendwas davon wird sein. Aber was wir festgestellt haben bei Rewe Digital, Geschäftsmodelle, sie ergeben sich nicht einfach aus der Idee heraus, dass wir irgendwas ganz Tolles zu verkaufen haben. Das war früher mal, ja, also der berühmte Bauchladen oder, keine Ahnung, es steht jemand an der Ecke und stellt fest, alle, die hier vorbeilaufen, brauchen etwas Bestimmtes, also werde ich mein Geschäft hier aufbauen und alle abfangen, die hier vorbeilaufen. Das funktioniert heute nicht mehr. Wir hatten ein Unternehmen bei uns im Konzern, also der Rewe-Konzern ist riesengroß, by the way, 350.000 Mitarbeiter haben wir. Und außerdem sind wir der zweitgrößte Reiseveranstalter in ganz Europa. Das wissen die Leute nicht, die meisten Leute nicht. Also Meyers Weltreisen, ADAC Reisen, Jan Reisen, Der Touristik und so weiter, gehört alles zu der Rewe Group. Und wir hatten mal eine Elektronikkette, die hieß Promarkt. Irgendwann mal hat man gesagt, ach, diese ganzen Elektronikmärkte, das ist super wichtig, es gibt einen Saturn und Mediamarkt und wie heißt es, Geiz ist geil und all sowas. Also haben wir irgendeine gelbe Marke erfunden und die ist heute nicht mehr da.
Und der Grund, warum sie nicht mehr da ist, ist, weil man solche Folien nicht gemalt hatte früher. Die habe ich auch selber gemalt. Alle Malereien, die da kommen, male ich auf meinem iPad. So, da gab es keine Leute, die solche Dinge gemalt haben früher. Und irgendeiner hat gesagt, ach, also es werden Leute immer in ein sogenannten Brick-and-Mortar-Geschäft hineinkommen und einkaufen. Auch in den Supermärkte, in den Supermarkt, haben wir geglaubt. Unser früherer CEO hat das mal so gesagt. Er sagte, ja, da haben wir auch gedacht, ja, es kommen immer Leute dazu, Leute, Menschen werden immer hungrig, jemand muss was kochen, sie kommen zu uns, oder halt Elektronikgeräte, brauchen wir eigentlich nichts machen. Dann sagte er, ja, und dann sind wir ganz bequem, irgendwie eingeschlafen, wie das so ist, ne? Und am nächsten Tag sind wir aufgewacht und Jeff Bezos ist mit unserer Frau im Bett. So. Und so geht das heute. Wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nicht erkennen, dass es neue Geschäftsmodelle geben muss, aufgrund von veränderten Kundenverhalten, dann existieren wir in Zukunft nicht mehr. So, was bedeutet das dann letztendlich? Ich möchte die Rewe Digitalfolie nicht vorlesen. Das heißt, dass wir in der Rewe Group uns diese Frage stellen müssen: Wo holen wir die Kunden ab? Was können wir den Kunden anbieten, was wirklich dem Kunden etwas nutzt, wo der Kunde auch etwas davon hat? Und wie treffen wir die Kunden genau dort, wo sie sind? Das heißt, wir müssen innovativ sein. Es gab auch das Thema Innovation vorhin. Die Aussage war, genau, von dir, die Aussage war, dass das ganz selten in einem Kopf entsteht. Und wir sagen ganz einfach andersherum, die Innovation, die besteht einfach daraus, dass beispielsweise mehrere Leute an etwas arbeiten oder jemand hat etwas gemacht und ein anderer nimmt den Ball auf und gemeinsam kommt man dann auf etwas viel Besseres als das, was nur eine Person alleine gemacht hätte. Und so stellen wir fest, wenn wir innovativ sein wollen, wenn wir richtig gut unterwegs sein wollen und ganz tolle, interessante Sachen anbieten wollen, dann müssen wir entsprechend miteinander unterwegs sein in unserem Unternehmen. Das sind nur hier so Beispiele von all dem, was wir machen. Wir verkaufen nicht einfach nur Lebensmittel, wir liefern sie auch aus, das ist ganz toll. Und wir sind sehr, sehr stark in Social Media, muss man dazu sagen. Wir haben die Küchenhacks und ja, also diese Inspirationen und so weiter. Ein sehr großes Team, was dahinter steckt und ein sehr, sehr kreatives Team, was sowas macht. Hier Voice Assistants, großes Thema und ja, Kochen mit MacBook in der Küche, ja, mache ich sehr gerne. Aber auch Sachen wie Rewe to go, wo wir Leute auch, wie gesagt, immer abholen, wo wir sie finden. So, Moment. Dann, um das Ganze machen zu können, wie gesagt, müssen wir halt unterschiedliche Geschäftsmodelle finden. Aber nur das Geschäftsmodell allein ist es nicht. Es sind Menschen, die miteinander arbeiten. Menschen, die das Ganze ja, zum Leben erwecken. Und das war mal so. Ja? Ich habe auch früher in solchen Jobs gearbeitet, wo ich genauso unterwegs war. Ja, ich war da oben in dem Turm. Und ja, zeitweise war ich auch diese Person da unten, die gesagt hat, was ist denn jetzt hier los? Was machen wir und warum machen wir das so? Also diese Top-Down-Lösung, jemand gibt dir vor, was du zu tun hast, das funktioniert ganz einfach nicht mehr in unserer Welt. Was brauchen wir sonst in unserer Welt? Wir müssen anpassungsfähig sein, wie gesagt, wir müssen innovativ unterwegs sein, vor allen Dingen auch schnell und wir müssen eine lernende Organisation sein. Um all diese Dinge machen zu können, brauchen wir auch gewisse Freiheiten. Wir müssen selbstorganisierte Teams haben. Wir brauchen einen gewissen Grad an Autonomie. Ich wollte Anatomie sagen. Gewissen Grad an Autonomie. Wir müssen es auch erlauben oder wir müssen eine Umgebung gestalten, die es den Menschen erlaubt, auch auf diese Weise zu arbeiten. Und genau das tun wir. Auch beispielsweise die Friederike, die gerade hier vorne war, oder andere Kollegen, die hier sitzen. Unser Job ist es nicht, ich sag mal, unter dem Leadership-Team, unser Job ist es nicht, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, sondern wir helfen ihnen dabei bei der großen Vision. Wir räumen Sachen aus dem Weg,
gehen selber aus dem Weg und ermöglichen so die Kollaboration und die Kreativität. Ich sag mal hier was zu Conway's Law. So, jedes Mal, wenn man Conway's Law erwähnt, denken die Leute an Schnittstellen und wie irgendwie so Geschäftsmodelle oder beziehungsweise wie Software immer reflektiert, wie die Geschäftsbeziehungen aussehen in einem Unternehmen. Aber Conway war ein ganz, ganz schlauer Kerl und er hat ein paar andere Dinge erzählt. Eines davon war beispielsweise das hier. Und wir leben voll, also auch nach diesem einen Conway's Law, aber auch nach diesem hier sind wir voll unterwegs. Er hat gesagt, das ist der grüne Visa-Ansatz, ja? Oder Clean Slate Model heißt es auf Englisch. Und der hat mal gesagt, Businessmodelle sind letztendlich das, was wir brauchen, um das zu erreichen, was wir als Gesellschaft, als Unternehmen hinbekommen wollen. Und um das tun zu können, müssen wir die entsprechenden Prozesse aufstellen. Und diese Prozesse, die können nur gelebt werden, wenn wir die richtige Kultur haben, die genau diese Prozesse auch mitgeht und auch verbessert. Und dann am Ende wählen wir die Technologie. Ist bei uns genauso, ne, Carsten? Also wir sitzen nicht in einem Meeting irgendwo und jemand sagt, ah, wir brauchen irgendwie so ein Suggestion Engine für irgendwie Tomatensuppen und macht das mit Clojure. Das funktioniert so. Es gibt eine Idee, es gibt eine Vision und dann überlegt man, wie müssen wir aufgestellt sein, um das machen zu können, wer sind die Leute und am Ende wissen wir, mit welchen Technologien oder mit welchen anderen Tools wir genau diese Funktionalität beispielsweise bereitstellen, solange es auf der JVM funktioniert. So, und eine Sache, die wir auch immer vergessen, wie gesagt, ich bin sehr, 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 sehr lange im Business. Habe alles Mögliche gemacht, irgendwie so vom Marketing bis hin zu Chief Operating Officer von 3 Ländern, von einem Beratungsunternehmen und jetzt Kulturbotschafter, was natürlich viel, viel cooler und geiler ist. Ja? Und in all diesen anderen Jobs davor, da hat man nicht so oft sich diese Seite angeschaut. Strategie, das kennen wir alle. Und ich will auch nicht diesen blöden Spruch bringen mit irgendwas von Frühstück und so weiter. Kennen wir alle. Aber auf jeden Fall, Strategie ist etwas, wo wir alle uns erstmal die Frage stellen, wo sind wir heute, wo wollen wir hin und was müssen wir tun, um dahin zu kommen. Aber sehr, sehr selten im Geschäfts- und im Umfeld fragen wir uns, wer wir heute sind, wer wir morgen sein wollen und wie wir diese Person oder Personen werden. Und genau das ist es auch teilweise mein Job, diese Fragen zu stellen und auch die entsprechenden Sachen in die Wege zu leiten und den Leuten zu helfen auf dem Weg dahin. Noch eins will ich zu Conway sagen. Der hatte auch Conway's Game of Life gemacht. Kennt ihr das? Nein? Oh, ich dachte, es sind ein Haufen Programmierer und... Oh, Programmierer darf man nicht... Der kennt das. Programmierer darf man heute nicht sagen. Ja? Das ist ja, ganz schlimm. Früher waren wir Programmierer und dann ist man irgendwann Developer geworden und jetzt ist man Engineer. Naja. Aber letztendlich hauen alle in die Tasten. Conway's Game of Life. Das ist ein ganz interessantes Spiel. Ihr könnt das googeln. Du setzt ein Dot oder mehrere Dots-Punkte irgendwo auf einem Feld und durch vorbestimmte Interaktionen werden diese Punkte, die man gesetzt hat, zu einem ganz anderen Bild. Du kannst auch sagen, wie viele Durchläufe und so weiter das Ganze macht. Und am Ende hat man, wie gesagt, eine ganz andere Kultur als die, mit der man angefangen hat. Und sehr viele Leute sagen, okay, wir müssen eine Kultur irgendwie designen. Wir müssen eine Kultur bauen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es gibt auch ein paar Länder auf dieser Welt, wo man sagen kann, genau hinschaut und sagt, nee, das funktioniert nicht. Ich könnte auch böse sein und sagen, es gibt auch ein paar Unternehmen, die so sind. Ja, so, ich nenne mal keine Namen wie McKinsey oder so. Aber so diese bösen Beratungsunternehmen, wo alle denselben Anzug anhaben und im Gleichschritt gehen und dieselben PowerPoints bauen. So, das ist nicht Kultur. Das funktioniert nicht.
Hier sieht man beispielsweise, wie ein paar Firmenkulturen gewachsen sind. Amazon total top-down, alles strukturiert. Es sieht aus wie ein Work-Breakdown-Structure, einfach zu folgen. Google, who knows what they were thinking. So, Facebook, verteilte Architektur, aber verteilt. Bei Apple, ja, sehr interessant, wie das funktioniert, auch heute noch. Zum Beispiel, wenn irgendwie die neueste Apple Watch oder sonst was rauskommt, das Team, was das macht, ist quasi ein kleines eigenes Unternehmen und sie machen das Produkt, bis es perfekt ist. Gut, über Microsoft reden wir nicht. Installieren wir auch nicht. So, okay, ein paar .NET-Programmierer hier? Nee. Jedenfalls, hier sieht man, wie diese Unternehmen über viele, viele Jahre gewachsen sind. Sie sind so geworden, nicht weil jemand sich das ausgedacht hat, sondern das reflektiert ungefähr, wie sie miteinander unterwegs sind. Und es gibt einen ganz einfachen Set an Prinzipien und Verhaltensweisen und so weiter. Die werden ausgesucht, auch wenn man Leute einstellt, auch wenn man nicht daran denkt, dass man das tut. Man tut es trotzdem. Und irgendwann ist die Kultur dann halt so gewachsen. Genau wie Conway es vorhergesagt hat mit seinem Game of Life. Du kannst irgendeine neue Firma aufbauen und du kannst heute nicht sagen, wie die Kultur in diesem Unternehmen in 5 Jahren aussieht, wenn ihr 500 Personen seid. Genau das Thema hatten wir bei Rewe Digital auch. Die Frage wurde schon gestellt am Anfang, wie wollen wir sein, wer wollen wir sein, wollen wir wie Zalando unterwegs sein beispielsweise oder sind wir eher wie die Google-Leute oder sonst was. Klar war, wir wollen ja wie diese ganzen Silicon Valley-Startups sein, aber jetzt nicht, weil wir das cool finden und weil es viel Spaß macht, auf Couches rumzuliegen und irgendwie so in bunten Räumlichkeiten, was wir ja auch tun, ne? Aber weil wir gesagt haben, Opas Firma irgendwie so von vorgestern, das kennen wir, haben wir alle gemacht, jetzt wollen wir es anders machen. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt richtig kreativ sein wollen und auch richtig innovativ unterwegs sein wollen, dann hilft es uns nicht, wenn wir nach alten Denkmustern unterwegs sind. Also haben wir uns gesagt, Customer First, das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich auch. Das heißt, wir teilen mit anderen, also wir lernen mit und von anderen. Und nicht nur wir bei Rewe Digital haben irgendwas ganz Tolles und irgendwie, ihr könnt nicht reinschauen, sondern wir laden immer Leute zu uns ein und wir sind auch viel unterwegs und unterhalten uns mit anderen. Das hier ist sehr, sehr wichtig, dieses Ich im Wir. Am Anfang, als ich dort angefangen habe, habe ich auch ich sage es auch gerade, wahnsinnig viel gesagt und irgendwann habe ich gemerkt, oh Gott, wie witzig das klingt oder wie seltsam das klingt. Wir sind viel mehr eine Gruppe von Personen, die gemeinsam etwas erreichen wollen. Und es geht nicht um Einzelergebnisse oder irgendwelche Leute, die sich zur Schau stellen und so weiter, sondern wir haben eine ganz tolle Atmosphäre, wo alle gerne da sind und vor allen Dingen, wo das Ergebnis ein Gruppenergebnis ist. Und wir sind eine selbstlernende Organisation und das, ich wollte sagen, verlangen oder erwarten wir von unseren Mitarbeitern, das kann man nicht sagen, sondern wir gehen einfach davon aus, dass die Leute selbst motiviert und auch selbst gesteuert sich weiterbilden. Das heißt nicht, dass wir keine Weiterbildungsbudgets haben, das haben wir auch. Und wir zahlen auch dafür, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, nach San Francisco fliegen muss, weil es dort den besten Kurs gibt. Ja, okay, aber We Are the Masters of Our Development heißt, wir setzen sehr, sehr viel drauf, dass der Mensch auch viel intrinsische Motivation hat, sich weiterzubilden. Gut, wie sieht unsere Kultur heute aus? Wie gesagt, das haben wir vorher nicht aufgemalt, sondern die ist so hingewachsen. Wir arbeiten, die kleinste Einheit, das Wichtigste ist das Team. Und ein Team, wie man hier sieht, die halten Händchen hier mit dem Teamcoach oder der Scrum Master, das ist der Product Owner. Diese beiden helfen dem Team dabei, sich zu organisieren und die Arbeit zu priorisieren. Und das sind hier 6 bis 8 Softwareentwickler, die dann tatsächlich, ich sag mal, they do the magic, right?
So, und klar, Selbstorganisation bedeutet nicht, dass die Teams machen, was sie wollen, sondern wir haben sehr viele Sachen, die im Backlog liegen, die kommen aus der Geschäftsführungsvision, sie kommen auch von Kunden selber oder sonst wo, und das wird priorisiert und entsprechend dann umgesetzt. Und am Ende hat man dann hier Weltklasse Sachen. Und übrigens 2016 hatten wir im App Store, also bei Apple und auch bei Google Play, hatten wir jeweils App des Jahres 2016, weil wir ja offensichtlich irgendwas richtig machen. Und hier drüben sieht man, dass wir nach dem Product Lifecycle aufgestellt sind. Wir haben sogenannte Tribes. In einem Tribe sind dann Squads, und ein Squad besteht aus mehreren Teams. Und die arbeiten dann halt in diesen Bereichen, Sidelanding, Discovery, ja, da kann ich die Produkte finden. Aber Discovery bedeutet, bis zur DSVGO hieß es, dass wir auch etwas über den Kunden herausfinden dürfen. So, dürfen wir jetzt nicht mehr. Danke, Europäische Union. Dann hier Fulfillment ist dann halt so die Auslieferung. Und wir denken halt so in diese Richtung. Jetzt nur als Beispiel, wäre es nicht geil, wenn wir in einer Welt leben, wo mein Kühlschrank für mich mitdenkt und einfach alles bestellt, und dann wird das irgendwie von irgendeinem Bot angeliefert, und dann irgendwie, keine Ahnung, mein Staubsaugerroboter kann die Sachen dann auch noch einräumen und, ne, und vielleicht auch die Sachen für mich aufbereiten. So sind wir unterwegs, ja, also so denken wir, so verrückt. Ich zeige auch nachher ein Video, was das ein bisschen zeigt. Und wie gesagt, wir haben festgestellt für uns, um so unterwegs zu sein, um so tolle Ideen irgendwo zu verwirklichen, müssen wir so aufgestellt sein. Aber es war nicht immer so. Irgendwann hatten wir gestartet mit etwa 20 Leuten. Das ist nicht so lange her, also 2014, 2015. Es waren nicht sehr viele Leute. Es gab eine Vision. Wir wollen irgendwie diese coolste, also das coolste Shopping-Erlebnis oder Online-Shopping-Erlebnis und Lieferservice in Europa machen. Und da hatte der Vorstand der Rewe Group echt Mut gehabt und gesagt, okay, legt los damit und macht das ganz woanders, in einer anderen Atmosphäre, wie ihr meint, wie das am besten funktioniert. Und dann haben Dinge angefangen zu funktionieren, und irgendwann kamen hier die Walking Stakeholders. Na? Also kennen wir alle, Features, ich brauche Features. Und da muss man irgendwann dann, also da funktioniert es nicht, dass du irgendwie so mit 30 Leuten irgendwelche Daily Stand-Ups machst und nur noch Dinge an die Wand kleben und auch da kodiert jemand und ne, manche schlafen halt im Büro. Nein, das geht dann nicht mehr. Dann stellst du fest, du musst strukturierter sein. Und da hast du deine ersten Skalierungsprobleme. Ja, also zu wenig Output. Irgendwie, wenn wir alle selbst gesteuert und selbst organisiert sind, wer ist denn überhaupt am Steuer? Ja? Und gibt es überhaupt eine Verantwortlichkeit? Und wer wird draußen aufgehängt, wenn es nicht funktioniert? Ne? Das ganze Team? Ne? Macht man nicht. So, und dann haben wir festgestellt, wir müssen uns in diese Tribes und sowas organisieren. Das war so um die 80-Personen-Marke. Und dann ging es natürlich weiter. Und dann hat man festgestellt, ja, so cool wie das ist und so locker und ausgeflippt, aber wenn wir keine strukturierte Kommunikationswege haben, ist das echt fürchterlich. Also dann sind wir überhaupt nicht professionell unterwegs. Struktur muss man haben. Und ich bin für die Selbstorganisation und für das agile Arbeiten und all diese modernen Sachen. Aber ja, das sah bei uns tatsächlich schlimmer aus als dieses Bild. Das Bild kann es gar nicht wiedergeben. Und dann hat man festgestellt, oh Gott, wir haben keine Ebenen, sondern wir sind eine Amöbe, und da gibt es überall so irgendwelche Dinge, die ihre Funktion erfüllen, ne? Und also damit diese Zelle irgendwie am Leben bleibt. Aber ja, jetzt sind wir nicht nur eine Amöbe, sondern wir sind ein ganzer Körper von, also menschlicher Körper von Zellen und Organen. Und haben nur ein Head of Software Development, ein Head of Delivery und ein Head of keine Ahnung was, ne? Head of Head Ops. So, und die machen absolut gar nichts. All diese 150 oder wie viele waren wir zu dem Zeitpunkt, die machen alles. Und ja, wie kannst du denn so viele Leute führen in dem Sinne? Geht gar nicht. Und dann muss man sich dann Gedanken über Rollen und so weiter machen.
Und da hat man dann festgestellt, okay, es gibt Überlastung auf der einen Seite oder überall, dann müssen wir uns Gedanken machen über sowas wie ein Squad-Architekt. Ne? Ein Softwareentwicklungschef hat 150 Software-Developer unter sich. Jemand muss sich um die Belange der Menschen kümmern. Also wie sie sich, wie vorhin gesagt, selbst motiviert und so weiter weiterbilden. Oder wie sieht ihre persönliche Entwicklung aus? Und dann haben wir die Rolle People Manager ins Leben gerufen. Und das Wichtige dabei war, dass das alles auf Augenhöhe war und nicht irgendwelche Manager sitzen irgendwo in dem Turm, binden die Pakete und werfen die runter. So, eine Sache, die wir dann auch irgendwann festgestellt haben, ist, ja, agile Firma und wenn du eine agile Arbeitsweise hast, dann hast du natürlich gar keine Pläne. Warum macht man Pläne? Das ist ja Blödsinn. Ne? Es gibt einen riesen Backlog und ja, den schneiden wir in 2 Wochen Häppchen und alle 2 Wochen purzelt irgendetwas raus. Da braucht man keinen Plan. Ne? So funktioniert das natürlich nicht, wenn du über 35 Teams hast, wenn du eine Microservice-Architektur hast, wenn deine Microservices auch gute Nachbarn sein müssen und Ressourcen nicht klauen voneinander und so weiter, dann haben wir festgestellt, okay, wir können uns auch besser organisieren, indem wir hier zum Beispiel ein company-weiter Kanban-Board haben. Kanban kam ja aus der Automobilindustrie, funktioniert auch wunderbar in der digitalen Welt und und so können wir dann sehen, welche Initiativen, welche Sachen gibt es, wann gehen sie live, wer braucht was von wem und so weiter. Und bevor ich da reingehe, habe ich einen kleinen Film auch noch für euch. Also ich wollte ein bisschen zeigen, jetzt habe ich von dieser Kultur bei uns gesprochen. Wie sieht diese Kultur tatsächlich aus? Ja? Und zwar, jetzt habe ich auch ein ähnliches Problem wie die Kollegen da. So, hier, los geht's. Und wie vorhin gesagt, das ist die Kultur von REWE Digital, zumindest visuell dargestellt. Alles, was ihr da gesehen habt, inklusive der kleine Tanz von der Kollegin, das ist alles nicht nachgestellt. Genauso sieht es bei uns auch und genauso funktionieren wir. Und wir liegen auf Couches und was ich total cool finde, wir haben digital im Namen, aber 80% der Arbeit findet, so wie man das gesehen hat, statt.
an den Wänden zusammenkleben und malen und sprechen und miteinander zusammen da sein und nicht nur hier in der Kiste. Ja, natürlich findet das auch statt, aber weil vorhin war die Frage irgendwie so im digitalen Zeitalter, wieso trifft man sich? Mein Gott, weil wenn wir das nicht tun, also dann wird das nichts. Ja? Wir brauchen einander. Also ohne Nähe sterben wir alle, oder? Also ihr kennt doch das Wort Oxytocin, oder? Also das ist das, was die Mutter zum Beispiel ausschüttet, wenn das Baby auf der Brust liegt. So, gut, da gehe ich ein bisschen schneller drüber, aber Kultur bedeutet für uns auch Zukunft. Und wie funktioniert die Zukunft? Zum Beispiel, indem wir beispielsweise hier sowas machen wie ein Hack Days for Girls. Das haben wir gemacht im Januar, Februar. Und das war eine ganz tolle Sache. Ja, Hackathons, das kennen wir alle, deswegen zeige ich keine Fotos davon. Aber wir haben das für junge Mädchen gemacht. Eine ganz, ganz tolle Sache. Und es kamen 30 Mädchen und haben tatsächlich gelernt, wie komme ich von der Idee bis zur laufenden Software. Unglaublich. Sowas tun wir auch nicht nur für die Jugend, sondern auch für Gender Diversity. Und auch für die Jugend natürlich. Social Recruiting. Ne? Wir sorgen dafür, dass junge Menschen nicht nur Kisten schleppen, sondern dass sie auch die Gelegenheit haben, sich reinzuschnuppern in unsere Welt und herauszufinden, was sie später im Leben machen wollen. Weil es ist nicht nur wichtig, dass wir die Besten von Besten irgendwie von keine Ahnung wo holen oder von den Universitäten irgendwie so die besten Absolventen. Wir müssen hier anfangen, bei diesen jungen Leuten. Und dann können wir auch die richtigen Kulturen, ich sag mal, wachsen lassen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Gut, und letzte Slide. Was haben wir gelernt? Es gibt alte Welt, es gibt die neue Welt, es gibt sehr viel, also wo das zusammenclasht, wo irgendwie Leute sagen, ach, dieses Agile, das passt mir nicht und ja, wieso seid ihr alle kopflos? Und das Wichtigste ist, da wo alt und neu aufeinandertreffen, einfach diesen gemeinschaftlichen Raum richtig gestalten. Das ist alles. Also vor allen Dingen alle, die Softwareentwickler sind, wissen, ja, also Daten überreichen einfach ins Nichts, das funktioniert nicht. Ja? So, das war's und dann sage ich schon mal Danke.